Was ich mega cool finde, ist das Boot von LPM Wolfscherz. Mega nice. Der hat sich ein Schiffsrestaurant gebaut. Und weißt du, woran mich das erinnert, wenn man da unten vorsteht am Eingang? Nee. Warte, ich tippe dich mal hierher. Hier. Woran erinnert dich das? Und nix. So ein kleiner gelber Typ, der Wasser lebt. Drei Sterne. Die Folge von SpongeBob, wo er mit diesem Sternekoch ersetzt wird, der dann in der große Krabbe arbeitet und SpongeBob arbeitet auf diesem Boot. Dieser Eingang sieht exakt... Die Folge kenne ich nicht. Okay, aber der Eingang sieht halt exakt so aus wie aus der SpongeBob-Folge. Und das gefällt mir nicht gut. Genau, das finde ich auch. Klimmen Sie das auch. Moment, ist da hinten die Schweiz? Nee, ich habe mich gerade verguckt. Da hinten ist ein Krankenhaus. Ich wollte gerade sagen, wir haben die Schweiz auf dem Server. Ja, die Flagge ist auch andersrum. Das fiel mir dann auch aus. Was ist das da hinten? Das sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Das ist neu. Was ist denn das? Also möglicherweise ist das jemand, der versucht, einen eckigen Minecraft-Baum so nachzubauen. Kleiner Tipp, das sieht nie gut aus. Master of Dennis, wilde Katzen müssen draußen bleiben. Ach so, ja, weil es halt, ne, sehr, das... Ja, Bäume, die müssen halt mehr so random sein, ne? Die müssen einfach nicht so straight von unten nach oben, sondern komplett random. Ich hab das auch mal gemacht. Ich habe auch mal gesagt, okay, ich baue einen Minecraft-Baum einfach 1:1 in groß nach und das wird schon cool aussehen. Tut's nicht, weil die Textur halt auf groß echt blöd aussieht. Mhm. Aber da steckt auf jeden Fall viel, 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 viel Arbeit hinter. Aber bei so einem Riesenbaum ist eigentlich die einfachste und coolste Variante, macht euch einen Stamm, packt unten so ein paar mehr Sachen dran, oben ein paar mehr Sachen und stellt und pflanzt oben ganz viele Bäume drauf. Also wirklich, pflanzt einfach Bäume hin. Stimmt. Und das sieht dann echt gut aus schon. Keine schlechte Idee. Ich bin gespannt, was hier draus wird. Ob sich hier noch ein bisschen was verändert. Wir suchen jetzt einfach mal... Einen Burggraben hat er gemacht. Stimmt, sehe ich auch gerade. Das sieht cool aus. Ich guck gerade mal, was hier nebenan so als nächstes Highlight steht. Hier haben wir übrigens, Timmy, hier haben wir das beste Haus, das schönste Haus auf dem ganzen Server, bei dem sich seit Tagen nichts geändert hat. Wie findest du das? Wie viele Punkte würdest du im Haus geben? Da sieht man, die Grundform ist mal ein bisschen anders. Es ist nicht so ein Klotz, aber ich glaube, das ist auf einem guten Weg. Also das könnte echt sehr guter Weg sein. Also hier ist seit Ewigkeit nichts passiert und Person. Shadow Evolution. Ich prüfe, wobei, ich kann mir ja die Info holen. Okay, ich kriege gerade nicht raus, wann die Person zuletzt auf dem Server war, aber Shadow Evolution, wenn du auf dem Server bist, bau mal ein bisschen voran, weil auf Dauer verunschaltet das Ding ein bisschen das Stadtbild. Ich hoffe, du baust da noch ein bisschen was draus und es wird noch schöner, weil das ist halt wirklich, wirklich, wirklich sehr groß und halt nicht schön. So, und generell, Leute, wenn ihr jetzt zu inaktiv werdet auf Dauer und dann solche Häuser hier stehen habt, dann muss ich die dann leider entfernen, damit sich irgendwer anders dahin pflanzen kann und aktiv bauen kann. So, jetzt kommen wir zu einem Highlight, was ich finde, nicht wirklich viel gecheatet wurde. Das Einzige, was gecheatet wurde, das war ich habe den linken Turm nach rechts kopiert. Was anderes habe ich nicht getan. Ansonsten entsteht hier die Mod4U-Welt. Das wurde hier schon ein bisschen abgesteckt. Ihr findet auch überall Schilder. Das habe ich so ein bisschen gesichert, um zu sagen, so, hey Leute, hier entsteht Mod4U-Town. Wer baut sich denn hier gerade hin? Gehört das? Komisches Herz. Hier stehen nicht umsonst Schilder. Hier stehen nicht umsonst überall Schilder. Hier zum Beispiel steht eins, dass dieses Gebiet Mod4U gehört. Ich muss dich hier leider umquartieren. Das werde ich die Tage machen. Wenn du auf dem Server bist, werde ich das machen. Bist du gerade auf dem Server? Nee. Wenn du bald auf dem Server bist, komisches Herz, dann werde ich dich hier leider umquartieren müssen, weil hier habe ich extra die Schilder hingestellt, damit sich hier die Leute nicht hinbasteln. Und du hast jetzt hier hingebastelt, aber kein Problem, ich werde dich da wegkopieren. Mach dir keine Gedanken. Hier hinten, da. Okay, ich bin gespannt. Ja, was hältst du von dem Turm, was bis jetzt hier steht? Von dem Eingangsbereich von Mod4U? Das finde ich gut. Übrigens, Leute, ich habe hier etwas geplant. Ich werde nicht allzu viel verraten, aber ich werde euch jetzt schon mal sagen, sobald die Burgmauern von Mod4U stehen, könnt ihr innerhalb der Mod4U-Stadt ohne Einladung nicht eintreten. Und wenn ihr versucht einzutreten, ich verrate nur so viel, ihr werdet daran gehindert und ihr werdet es nicht überleben, wenn ihr es versucht. Nein, ihr werdet nicht einfach in ein Loch fallen oder einfach vom Plugin umgebaut oder so. Keine Sorge, ich habe da was Cooles überlegt. Ich habe da was wirklich, wirklich Cooles, wo wir ein paar Events machen werden und das wird ein Teil von dem, wo ich letztens sagte, hey, ich habe ein paar Ideen, die ich umsetzen möchte, dass es hier nicht nach einem Monat langweilig wird. Lasst euch überraschen, das wird ein sehr, sehr, sehr cooles Projekt. So, ich suche mal das nächste Highlight für mich raus. Oh, Klimmi, das hier wird dir, glaube ich, gefallen. Ich finde, es ist ein bisschen auf Dauer sehr eintönig, aber ich finde es trotzdem cool. Es ist zu wiederholend. Ja, es ist zu wiederholend, weil jedes Fenster ist alles gleich. Aber ich finde das, ich finde es an sich halt gut. Es ist halt, ne, es erfüllt halt wieder das, was du sagtest. Wände 2 dick,
Und ich finde es auch mit dem doppelten Dach, finde ich cool. Also, beziehungsweise nicht mit dem doppelten Dach, sondern hier dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das finde ich mega cool. Ja, diese Dachstuhl, diesen wie heißt diese Versetzte, da dran, ja, ne? die versetzte Dachstuhl, finde ich ja, ich finde es auch mega cool. Für die Größe ist das Dach ein bisschen zu eintönig und für die Größe ist auch vorne so ein bisschen zu eintönig, weil es sieht wirklich exakt gleich aus. Bis auf die Pflanzen, die sind verschieden. Was ich cool finde. Und mir ist das ein bisschen zu hoch. Also die Etagen sind mir von außen ein bisschen zu hoch. Aber es liegt auch daran, dass er. Oder wie meinst du das? Ja. Das, also er hat Decken erstmal, ist innen drin alles 1, 2, 3, 4, gehört das denn überhaupt? 4,5 Blöcke hoch. Das ist Turan. Dann ist hier ein Half-Slab und zwischen dem Half-Slab ist noch ein ganzer Block Platz. Mhm. Und dann kommt erst der nächste Block. Ich finde, das ist halt wirklich Ticken zu viel. Ja gut, es macht aber Sinn, wenn die Person vorhat, ein bisschen was mit Redstone zwischen in den einzelnen Stockwerken zu machen. Wenn du in dem Boden halt Redstone-Lampen willst oder in die Decke, dann brauchst du halt eine Zwischenebene für Redstone. Ja, ne? Aber dann sollte vielleicht die Decke nicht 4,5 Blöcke zusätzlich noch hoch sein und den Platz in der Mitte und dann noch das. Das ist also, wie gesagt, das ist ja auch nur meine Meinung. Ja, weil, also die Küche, die finde ich eigentlich ganz cool. Das passt halt wieder so. Aber so müsste dann auch der Rest der Wohnung aussehen, dass es halt wirklich der Platz genutzt ist und nicht 3-4 Blöcke in der Luft halt nicht bebaut sind. Die Decke könnten. Ja, das muss man auch sagen. Also hier, er hat es ja gut benutzt, ne? Also der Fernseher, das passt ja schon alles. Leider kein Surround Sound, das gibt einen Punkt Abzug. Also da hätte man durchaus auch noch Boxen. Ja, das musst du noch hier korrigieren. Das musst du noch vorne. Also Surround Sound muss auf jeden Fall am Start sein. Aber hier, diese Kürbislampe und so, finde ich auch geil. Die ist cool. Ein weiteres Highlight, Klimmi. Dieses Grundstück wird dir gefallen. Du darfst raten, okay, Wem das gehört. Und kein Haus. Aber hier ist noch kein Haus, oder? Nee, hier steht noch kein Haus auf dem Grundstück. Ja, dann ist es von dir. Das Ding sieht geil aus, oder nicht? Ja, die sieht geil aus. Es ist aber, das ist diese Standard Fantasy-Windmühle. Stimmt, dass sie nachgebaut wurde, meinst du, ne? Ja, nicht unbedingt, aber so baut sie halt jeder. Und also, die sieht immer noch cool aus. Wie heißt das Stil nicht? Steampunk, glaube ich? Ja, das ist ja dieser Minecraft-Fantasy-Steampunk-Look. Aber hier ist wieder ein bisschen, finde ich, asiatisch gehalten, das Gebäude daneben, oder? Von der Form. Das Dach, also, hier oben, ja, das Ding da drauf, das ist also eine. Also, für asiatisch ist da ein bisschen zu wenig weiß, so wollemäßig. Ja, klar, aber die Form von der schon Form her, finde ich, ist es sehr asiatisch. Das finde ich. Ich finde das an sich mega, mega cool. Auch hier drin, was hier am Boden so ein bisschen Muster, finde ich ganz cool. Ich bin gespannt, was hier noch draus wird. Ich überlege gerade, wer wohnt hier nochmal? Das Haus zur alten Mühle. Wer wohnt hier denn nochmal? Vergessen. Ödel. Störmi. Achso, Störmi hat das Ganze designt. Und wer wohnt hier eigentlich? Ja, keiner. Ah, cool. Ja, danke. Ja, ich finde nicht raus, wer hier wohnt. Ich habe den Namen gerade vergessen. Kann mich gerade nicht dran erinnern. Schade. Okay. Ein weiteres Haus, Limmi, was mir sehr gut gefällt, was ich sehr einfach finde, aber auch sehr cool, ist das hier. Von Alina und Dominik. Von Alina und Rauschebad. Ich finde das mega cool, mega chillig, das Häuschen. Ich finde das sehr gemütlich. Aber Klimmi, was sagst du denn dazu? Deine Meinung ist ja sehr wichtig bei diesem Ding. Hier ist natürlich nicht zwei dicke Umwandlung, ne? Ein bisschen sehr viele Fenster, wie ich finde. Also von vorne. Von vorne mit dem nicht, Dach. Dass es nicht zwei dick ist. Ja, also von vorne. Diese Glassäulen sind weird. Sehr, sehr weird. Aber von vorne sieht das Haus ganz cool aus, muss ich sagen. Auch weil das ein bisschen anders ist, weil das Dach tatsächlich. Ja, was dachst du? Ja, das finde ich mega cool. Ja, Dach direkt auf Fenster und von innen komplett Fenster. Sieht natürlich bescheuert aus. Aber von außen sieht Dach direkt auf Fenster auch hier an dieser Stelle mal wirklich ganz okay aus. Sonst sieht das immer ein bisschen blöd aus. Von der Seite ist natürlich, da ist noch Work to do. Das Dach von der Seite ist noch Work to do. Ja, also man sollte es sich von vorne angucken. Da sieht es aber echt lustig, cool aus eigentlich. Oh, Klimmi. Klimmi, bist du bereit, eins meiner Highlights zu sehen? Hier ist jemand hingegangen und hat innerhalb von ein paar Tagen, von wenigen Tagen, sich eine komplette eigene kleine Stadt errichtet. Von Cookie Monster. Hier stand auch mal ein Schild, wann er angefangen hat. Das steht ja aber leider nicht. Also das andere Schild daneben finde ich nicht nett. Ja, das finde ich auch nicht nett. Das finde ich wirklich nicht. Aber wir lassen mal stehen, weil wer weiß, was es damit auf sich hat. Ich finde das hier mega cool. Das gehört alles zusammen. Das ist alles von Cookie Monster. Und Tia, was zur Hölle baut der hier gerade? Alter Verwalter. Wohnen soll. Nee, das Ding, siehst du das Ding hier eher nebenan nicht? Oh ja. Was wird das?
Alter, das ist ja nicht mehr normal, wie riesengroß das Ding ist. Ich bin schon. Es ist halt ein bisschen zu groß. Ich weiß halt nicht, was das halt, vorhat. Es ist halt Bauhöhe, ne? Also höher geht nicht. Ja, es ist halt die größte Höhe, die man machen kann. Passt. Ich bin. Drei Blöcke fehlen. Ach, der baut gerade sogar. Cookie Monster. Erklär mir mal kurz, was das wird. Was hast du damit vor? Das wird ja halt also, wirklich. Das sieht nicht gut aus. Das wird zu groß. Das ist halt das Problem. Ne? Es ist halt wirklich, wirklich, wirklich. Ah, nichts, okay. Also, Cookie Monster. Ich bin gespannt, was es wird, was da inzwischen steht. Weil das Video kommt ja etwas später. Also, es ist halt wirklich, wirklich riesig. Es ist wirklich, wirklich riesig. Auf meinem letzten Subserver habe ich einen gehabt, der hat eine Kathedrale gebaut. Und zwar eine riesengroße Kathedrale. Der muss da wirklich Wochen dran gesessen haben. Das Ding war wirklich. Ach, das ganze Ödel ist hier von Cookie Ödel. Ja, das ist alles hier. Das ist ein Ding. Das gehört alles zu Cookie Monster. Cookie Monster. Das ist komplett von ihm, das ganze Ding hier. Dieses komplette Gebiet. Mega, mega, also mega nice. Ich bin aber gespannt, was er da gerade baut, weil jetzt gerade ist es so ein bisschen, es sieht hilflos aus. Es sieht einmal so, ja, ich baue jetzt eine Mauer, um Sichtschutz zu haben, was ich ein bisschen übertrieben groß finde. Aber ich bin gespannt. Ah, Klimmi, du bist beim Spark angekommen. Wir sind beim Spark. Dieser Herr baut sich gerade 3 Wolkenkratzer. Und ich finde die bis jetzt schon mega geil. Der hat, glaube ich, nicht mal großartig Diamanten im Besitz. Ich versuche gerade mal auf seine Ender-Chest zuzugreifen. Ich glaube, so heißt er. Nee, kann ich gerade leider nicht zugreifen. Ich habe den Namen nicht falsch eingegeben. Aber ich finde mega nice, was er hier macht. Also der ist nur am Wolle farmen wie bescheuert, weil er sich diese Türme baut. Die sehen so geil aus. Ne? Ich finde die mega cool. Oder was sagst du dazu, Klimmi? Ja, gefällt mir. Aber ich weiß nicht, warum er die erst austauschen will, wenn der Nether dazu kommt. Der kann doch einfach weißen Concrete dahin ballern. Was will er austauschen? Ja. Die Wolle will er austauschen zu Quarz. Boah, das ist ja bescheuert. Nimm doch weißen Konkret. Ist so viel weniger. Was? Der will das doch alles umbauen? Ist der lebensmüde, Alter? Gott, das dauert ja Ewigkeiten. Mit weißem Konkret wird das natürlich viel besser aussehen. Aber ja, ich bin gespannt. Also in meinem Texture-Pack sieht weiße Wolle auch total geil aus. Also alles cool. Aber ja, also nimm Konkret. Nimm nicht Quarz, Mann. Ja, kauf mal Rewe. Ich bin trotzdem gespannt, was hier am Ende steht, weil das sieht bis jetzt schon mega geil aus. Was ist das hier in der Mitte? Was denkst du? Gehört das so? Ja, ne? Oder ist das so ein Baugerüst? Nee, ich glaube, das gehört so. Das sieht richtig geil aus. Das hat mich am Anfang an eine Raketenabschussbasis erinnert, aber. Ja, aber was mich wohl so ein bisschen daran erinnert, dass es so eine Art Restaurant sein könnte. Es gibt ja dieses Restaurant, was in die Luft fährt. Alter, in was für Restaurants gehst du, Mann? Ich weiß gerade nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe das gerade im Kopf. Dass das Teil hoch und runter fährt. Genau, das fährt runter, dieses Restaurant. Das meine ich, dass es hoch und runter fährt. Finde ich an sich mega cool. Ich glaube, das ist es auch sogar. Wenn es das ist, also das, sonst würde für mich dieser Turm hier keinen Sinn ergeben. Ich bin gespannt. Also kaufen wir Rewe, ich bin wirklich, wirklich gespannt, was du hier draus noch so Schönes bastelst. Was hältst du hiervon? Warte. Ja, also von vorne. Fangen wir von vorne an. Von vorne finde ich es gut, weil Blätter machen alles besser. Der Balkon sieht mit Blättern ganz cool aus. Generell von vorne macht das Haus einen guten Eindruck. Ein bisschen schwächeln die linke und die rechte Seite, weil da halt alles auch sehr flach ist. Wenn man nach hinten geht, dann bröckelt die Fassade ein wenig. Dieser Außenring von Half-Slabs ist schon cool. Der gefällt mir. Mhm. Aber da kann man noch mehr mitmachen. Da kann man noch ein bisschen mit spielen. Keine Ahnung, mit Cobblestone-Zäunen noch ein bisschen hochgehen oder so. Ich glaube, da kann man noch was tun. Aber grundsätzlich finde ich das halt cool. Schön. Ich finde das Dach ganz schön. Ja, das Dach geht auf jeden Fall. Also ist es ja, also ich finde das Dach unfertig. Lol. Es ist halt aber noch im Bau, aber ich finde den Anfang halt mega cool. Das Dach könnte echt geil werden. Ich finde diese farbigen Dächer generell total super. Das ist das beste Haus auf dem ganzen Subserver. Ey, guck dir das mal an, ey. Das ist aus Erde. Warum benutzt man Holz und Erde, hä? Das schreibe mich allerdings auch. Also es könnte temporär halt sein, ne? Ja, temporär wäre okay. Temporär wäre es okay, aber ja, das ist das beste Haus und hiermit schließen wir das Ganze auch fürs Erste ab. Hier hinten, lol, hier, was? Wo sind wir hier? Ach du Scheiße, Klimmi, guck mal hier. Hier wohnen welche am Arsch der Welt. Das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Das ist geil. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Da sind wir dabei. Das ist prima. Geil, aber von innen sehr leer. Ja, das ist wahrscheinlich noch ein Bau. Das ist vor ein paar Tagen stand das noch nicht. Gestern oder vorgestern stand das noch nicht. Das ist cool, das gefällt mir richtig.
Hier nebenan baut auch jemand, der ist gerade noch im Bau. Das ist, ja, der Anfang ist okay. Hier wohnt Xerox Live. Warte, wem gehört das andere hier? Das Erhöhte. Das gehört... Eisen! Was? Eisen? Das hat Eisen gebaut? Eisen kann bauen? Eisen, was? Ja, ich telepiere dich mal zu mir. Hier ist auch was. Ach ja, Jan-P, genau. Genau. Jan-P wohnt hier hinten. Zusammen mit, wer war das? Ich kann den Namen gerade nicht behalten. Das war, Playmission war das. Genau, Playmission und Jan-P wohnen hier hinten. Ich habe voller Dingens hier gefunden. Was denn? Tannenbaum? Ja, voll groß hier. Ja, das meine ich ja. Ich bin ja gerade auch gerade hier. Das finde ich auch mega cool. Ich bin gespannt, was hier noch so entsteht. Ich finde, der Tannenbaum, der ist so ein bisschen... ist so ein bisschen hilflos. Der ist ein bisschen, ne? Aber ich bin gespannt, was hier noch entsteht. Ich finde die Gewächshäuser übrigens mega cool. Finde die süß. Ja, ich finde die auch mega cool. Ja, Leute. Ich bin gespannt, was ihr hier noch so bauen werdet. Ich werde wahrscheinlich... nächste Woche wird wahrscheinlich direkt nochmal die nächsten Videos hier zu kommen. Weil ich bin ja jetzt... Gerade ist es der 30.12., das heißt, wir haben sogar noch 2017, wo ich das Video aufnehme. Und in dieser Zeit, bis zur nächsten Aufnahme, wird mega viel passiert sein. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr bis dahin wieder gebaut habt. Wenn ihr mitspielen wollt, der Link und die Erklärung ist unten in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf meinem Server sehen und wenn ihr noch mehr coole, geilere Sachen baut. Klim ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr es nicht vergesst. Hallo! Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin, haut da rein, bis zur nächsten Folge. Tudelu! Tschüss.